Endless Loop Studios. Ladies, Gentlemen und Sonstiges, herzlich willkommen zu GameCorp DX. Also GameCorp DX, das ist unser neues Projekt, das ist das Geheimprojekt, das ich euch zeigen wollte, seit ein, zwei Wochen. Und heute, am Freitag, ist es endlich da. Ich werde es Let's Play. Damals, ich war ein großer Fan vom Flash Game GameCorp und das habe ich damals gespielt. Ganz kurze Erklärung zu GameCorp. GameCorp ist ein Spiel, wo man ein Gaming-Studio gründet, mehr oder weniger. Man erschafft ein Spielestudio und man macht Spiele. Es ist so ähnlich wie Game Dev Tycoon, das habe ich noch nicht gespielt. Aber es ist halt eine kleine Variante davon und ich glaube, das ist schon gut. Und mein Ziel ist es, das Spiel zu 100% zu beenden. Das heißt, alle Steam-Errungenschaften zu haben. Und dann ist es fertig. Wir sind bei der Version 1.04. Und das Spiel ist blind. Ich habe es bis jetzt gar nicht gespielt. Wirklich gar nicht. Ich habe nur das eingestellt. Ich habe darauf so lange gewartet, bis ich endlich das spielen kann mit euch. Und heute ist es fertig. Und wir starten. New Game. Es gibt eine Challenge. Wir müssen in San Francisco ankommen. Kampagne. So, Fair and Fun Challenge, Casual Relaxing, nee, hart, nee. Wir spielen auf normal, wir spielen hier auf normal, auf jeden Fall. Und wir nennen unser Studio... Ah, das ist hier, warte mal, Studioname. Ich überlege mir ganz schnell einen coolen Namen. Ach komm, ich mache einfach den hier, Star Games. Star Games. Hier, wir nehmen da auch den Stern Stargames. Wir nehmen Stargames. So, howdy, I'm your assistant and I'm here to help you to create the best game development studio ever. Also er ist da und der hilft uns und das ist ein Tutorial auf jeden Fall. Und ja, der hilft uns, dass wir das krasseste Gaming Studio aufbauen, das es gibt. Also wir brauchen erstmal ein paar Mitarbeiter. Wir klicken hier auf diesen Tisch. Und hier Hire Worker. Und ich suche mal direkt die Namen raus. Haben wir die schon direkt so ein Gabe? Weil das ist mir wichtig, weil ich möchte immer schon. Nee, das ist der Schmodder. Der Oma, den will ich nicht haben. Hier Gabe, Tim, Alexei, Philippa. Gibt es hier so ein Philippa? Ich gucke hier nur auf die Liste, weil. Es ist schon ein bisschen wichtig, weil ich möchte schon gerne diese Steam-Rundschutzhaften haben. Komm, wir nehmen jetzt einfach Jared. Wir haben noch eine. Ja, ich komme hier mit den nochmal. Good work, we start coming soon. Nice. Oha! Was für Musik? Die Musik ist ja neu! Now we need to get them to project. Okay, da müssen wir auf diesen Tisch da klicken. Click on the project table. Hier, neues Projekt. Und hier können wir sehen, man kann hier was Neues aufbauen. Das mit diesem Fansystem, da bin ich schon nicht dahinter gekommen, weil ich habe nur bis jetzt die Flash Games gezockt. Und ich bin ein Fan von, unser erstes Spiel sollte mal, hier, Rollenspiele sind gerade nicht so in, Shooter sind gerade sehr in, muss man so sagen. Aber komm, wir machen unser eigenes Ding. Und wir machen ein, ich möchte schon Geld verdienen. Komm, wir machen erstmal einen Shooter. QDev, wir nennen das jetzt einfach, wir nennen es einfach QDev. Fertig. So, continue. Achso. Hä? Ja, wir haben zwei. Ja. Shooter game requires a lot of code, but not more than one, right? Okay, wir haben das jetzt. Ja, also, ich würde es so machen, den Jared. Ich überlege mir, also Shooter, hier sieht man es, desto besser das hier ist. Also man sollte hier die meisten Punkte investieren. Deshalb wäre ich jetzt dafür, dass man hier beim Code und Art den da reinmacht und der macht hier diesen Soundkram. Oder, wir spezialisieren den mal. Das machen wir. Continue Tutorial. Ja, okay, hier, das haben wir jetzt ausgewählt, ich weiß. Ich bin ein bisschen zu schnell. Und hier kann man aussuchen, was man hier wählt. Und wir starten einfach mit dem ganz normalen Schmaler-Ding. Ja, danke. Tutorial.
Ja, wir haben unser erstes Projekt gestartet und jetzt können wir hier draufklicken und jetzt machen wir es mehr schnell hier, weil ich möchte ungern, dass das Spiel so weiterläuft. Ja, er ist gleich zurück, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Können wir hier gucken. Okay, also hier, das bringt immer schöne Bonusse. Nee, wir holen jetzt noch erstmal auch keinen Mitarbeiter. Und da kommt schon der erste, der Jared. Der kann ja direkt zur Arbeit starten. Jetzt haben die hier ein bisschen programmiert. Und jetzt starten die direkt schon mal das kleine Spiel zu starten. QDev. Ja, trink mal schön was, meine lieben Kinder. Und unser erstes Spiel ist fertig. Your project is finally complete and ready to get published. Okay, wir werden es publishen. Marketing, gar nichts. Also wirklich gar nichts, weil wir brauchen das jetzt nicht. Ja, hier. Ich möchte ehrlich gesagt da gar nichts hier rein investieren, weil das ist ein total schmaler Spiel. Und unsere ersten Wertungen sind natürlich richtig kacke. Total Crumpet, Buyer Beware, QDev is a horrible game. The shooter genre is more than a crowd of crappy games. Poor mechanics, poor gameplay, horribly aesthetic, QDev is a disaster. Also hier, VGN ist IGN, Bullet Paper Shotgun. Also ich finde es einfach geil, was für Namen die da immer drin haben. You thought you've seen all the way, there's more. QDev, one of the most horrendous games this generation. Clearly this project had no direction. Whatever everyone behind QDev should be fired. Also, das sind echt tolle und motivierende Texte. Und es ist dein erstes Spiel, so mach dir jetzt keine Sorgen über diese Ratings. Desto erfahrener dein Team ist, desto besser werden deine Spiele. So, your game has been published and ja. Wir bekommen jetzt erstmal so ein paar Wertungen. QDev. Bis jetzt haben wir Minus Profit. $5 kostet. Und jetzt können wir was Neues bauen. Build a Training Dinger. Okay. Ich würde gerne da was bauen. Und zwar das hier. Das ist wirklich sehr gut, wenn man das hat. Ja, das weiß ich. Da kann man jetzt draufklicken. Ja, da kann man draufklicken. Und der kann dann mal hier lernen. Also ich werde direkt, dass der Jared hier sofort das lernen sollte. Der Jared sollte direkt was lernen. Global Charts, ja, also wir sind halt Platz 1, weil das auch das einzige Spiel gerade ist und wir sind das einzige Studio, Studio meine ich. Open Studio Info Panel, Hotkey. Gelaunt. Achso, und krass, ey, das wusste ich nicht. Wir sind gerade in London und man kann das hier aufbauen. Hier Grafik Awards. Ich finde es ehrlich gesagt schon, obwohl es so klein ist, mal ganz interessant. Hier, man kann sogar Kredit beziehen und ey, nicht schlecht. Und dann gibt es ein Videospiel-Ding da. Und jetzt haben wir es. Das ist das Tutorial, der lernt jetzt mal schön was. Ich warte da immer. Menü. Nee, wir spielen weiter hier. Wir spielen hier weiter, was ist los? Hier beeilen wir uns. Der muss jetzt auch langsam was lernen. Oh. Minus 13.000. Publish a Project. 35.000 bekommen wir da. Okay, 35.000 bekommen wir, wenn wir ein Projekt veröffentlichen. Das heißt, wir machen noch ein neues Projekt, oder nicht? Und wir starten mal mit einem Simulationsspiel, weil das scheint gerade in zu sein. Und wir nennen es mal einfach den Fußballmanager. Oder nee, wir nennen es einfach... Ah, wie nenne ich das? Justin Bieber. Nee, nicht Justin Bieber. Wir nennen es einfach Grassimulator. Ja, der Grassimulator, der ist immer krass gewesen. Der Grassimulator und... Ja, nee, wir warten noch eine, weil das wird mega scheiße. Das braucht ja zwei Männer. Komm, wir warten, bis der endlich die United Engine drauf hat. Dann können wir jetzt direkt das nächste Spiel starten. Super, da haben wir das. Und jetzt starten wir mal mit dem neuen Projekt. Mit dem Grassimulator. Stress, nee, Grassimulator... Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. So. Grassimulator. Der hat es ja drauf hier. Ah, das hier brauchen wir das. Und der macht das Kleine. Continue. United Engine. Oh, nee, noch nicht. Ich möchte erstmal warten, wenn ich ehrlich bin. Wir sparen jetzt erstmal noch. Und jetzt, los, mach den Grassimulator fertig. So, ein bisschen schneller.
Ich möchte hier nicht die ganze Zeit warten. Ja, also der Grassimulator, das ist wirklich eine sehr anspruchsvolle Simulation auf jeden Fall. Ja, okay, da hat er uns einen tollen Tipp gegeben. Man sollte das Ding da, okay, nee, das will ich nicht haben. Ich möchte ehrlich gesagt das hier, den Kühlschrank da, das Getränk da, das machen wir hier. Fürs erste Mal, damit es wie immer schön aussieht. Und ja, weiter geht's. So, also ich freue mich, es macht schon Spaß, also das Spiel gefällt mir. Los geht's, komm, Grassimulator. Ich habe da echt gesagt ein gutes Gefühl. Das wird wahrscheinlich ganz schön fabulous. Publish, ja, ey, hier. Der Grassimulator braucht hier nichts. Ja, guck mal, wir haben wenigstens einen Stern bekommen. Also der Grassimulator, ja, nicht schlecht. Okay, perfekt, wir haben das jetzt. Und ja, jetzt können wir uns eine Pflanze kaufen. Da habe ich jetzt das ohne Grund bewegt, das Ding. Fällt mir gerade auf. Ich mache das jetzt so. Man muss hier auch immer hier auf die Eigenschaften hier achten. Was die Eigenschaften, sage ich schon, was die Leute hier wollen. Und wir kaufen uns jetzt mal einfach mal schöne Pflanze. Und jetzt sollen wir viel Mitarbeiter holen. Da oben sind immer die Aufgaben. Da sieht man es, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und ich bin dafür, dass der andere mal hier mal auf Art geht, oder? Wie wäre es mal, wenn der mal auf Kunst geht? Wäre nicht schlecht. Komm, Photoshop. Du kannst mal Photoshop lernen. Ach, diese Musik ist sowieso die geilste Musik. Ich meine es ernst. Die ist echt am allergeilsten. Und jetzt, wir gucken mal auf den anderen. Wir können jetzt auch noch ein paar Leute holen. Jetzt suche ich mal wieder hier Name. Shinji, Cliff, Sid, M, Tim, Gabe, N, Jason, George, Q. Jason, nee. Ah, nee, also ich finde, ehrlich gesagt, hier George Q oder Jason B. Mal gucken, ich überlege hier, ich guck mal gerade. Shinji, Sam, Todd, nee, gibt's hier alles gar nicht. Jason gibt's hier nicht. Okay, wir nehmen jetzt einfach mal hier den Jason, der braucht hier oft den Wasserkühler. Brett, nee, auch nicht. Komm, scheiße, Jason ist besser, meiner Meinung nach, als der andere. Kann direkt hier reinkommen. Machen direkt neues Projekt. Ich bin dafür, dass wir jetzt ein Rollenspiel machen, weil das kommt jetzt ganz, ganz gut an. Und wir nennen das jetzt mal James Trapped. Ja, James Trapped, das ist ein ganz tolles Rollenspiel, aber nee, das braucht, wir brauchen einen Schreiber. Egal, wir skillen den einfach auf Schreiben dann. Das ist ja nicht so schwer. Du kannst dann mit denen da machen, genau. Tack, 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 fertig. So, macht einfach direkt das Spiel. Dass wir nebenbei immer ein bisschen Geld verdienen würden. Das ist immer wichtig. So. Und damit ist es jetzt schon beendet. Ja, also wir haben 4740 Dollar bekommen. Bisschen wenig. Wir müssen echt ein bisschen aufpassen. Aber der trainiert schon gut. Also Gott sei Dank. Ich versuche auch eine gute Games Company aufzumachen, dass ich ein bisschen Geld verdiene. Aber ey, das scheint gut zu laufen. Und okay, der eine ist hier komplett nutzlos. Da können wir direkt das nächste Spiel machen, wenn ich ehrlich bin. Neues Projekt. James Trapped haben wir jetzt schon. Was könnte man machen, wo Kunst und Kunst und das. Ja, eigentlich ein Shooter, ne? Eigentlich ist da ein Shooter wieder gut. James Live, okay, können wir noch nicht machen. Okay, aber okay. So, perfekt. Und jetzt den anderen, den trainieren wir mal auf Schreiben. Den Philipp oder den Jason. Ich würde ihn gerne mal hier trainieren. Da geht nur der Philipp bis jetzt, was gay ist. Aber egal. Hier, James Trapped. Beeilen wir uns ein bisschen. So, ja. Hier, nicht schlecht. Mal gucken, was wir jetzt machen können. Hier trainieren. Hier, Jason, du bist mal zum Schreiber. Und wir machen jetzt mal ein tolles Spiel. Hier. So. Erfahrungstechnisch gehen die schon besser, Gott sei Dank. Ah, hier, das ist super. Okay, was wollen wir machen? Wir machen jetzt das nächste Spiel, ein Shooter wieder. Deathbeat, nennen wir das jetzt mal.
Und los geht's. Die beiden können dann zusammen hier arbeiten auf den Sound, ist ja egal. Auf geht's, los geht's. Bisschen schneller. Jetzt wird direkt das nächste Spiel machen. So. Suppi. Hier, also es läuft schon gut. Also, okay, wir haben jetzt Minus. 2015 Video Game Studio Awards. Ja, okay, ich glaube, wir haben da nichts verkackt. Ja, hier, Most Productive Studio sind wir. Geil. Most Beloved Studio sind... Ja, Vampire, nicht wir. Hardcharted Games auch der. Ja, Revenue, glaube ich, auch die. Okay. Wir haben wenigstens zwei Awards abgeholt. Das ist schon mal gut. Nicht schlecht für das Jahr 2015. Jetzt kommt, beeilt euch. Jetzt wollen wir mal ein gutes Spiel machen. Perfekt, da haben wir jetzt mal... Und das war zu schnell. So, neues Spiel. Deathbeat. Ein Shooter. Mit 2 Sternen sogar. Kannst du den nächsten holen? Bubbo, Rob, Alfred. Ah, nee, das ist der, wenn er keine gute Qualität hat, dann kann man direkt in die Tonne treten. Dann holen wir diesen Albert mal rein. Und buy a second worktable. Ja, nichts lieber als das, oder doch? Hier, wir bauen uns jetzt mal ein zweites Arbeitsplatz-Ding da, wo die Leute immer drauf arbeiten können oder mal was anderes machen können. Und ja, jetzt, was wollt ihr? Publish another Microscape-Project. Noch was Kleines erschaffen. Gerne. Ich würde erstmal aber den anderen, diesen Albert, den geilen Albert, will ich mal hier auf Sound mal ein bisschen verbessern. Und ja, wie wär's, wenn wir noch eine zweite Konsole da holen? Wäre eigentlich nicht schlecht, ne? Ich hole mal noch ein zweites Stück davon, dass der andere auch mal ein bisschen üben kann. Wäre mir schon wichtig. Und dann den trainieren wir mal, den Jason trainieren wir mal auf Schreiben. Weiter so. Ah. Ach so, das geht noch nicht. Okay. Nee, dann. Wenn das nicht geht, dann tut's mir leid, ne? So, Build Mode. Global Charts, wir machen jetzt erstmal ein neues Spiel. Und was ist gerade gut? Ein Puzzlespiel? Ja, also, das ist ja klar. Sound und halt das hier Grafik wieder ganz schön hin. Ja, mach mal einfach ganz schnell, dass wir hier tolle Spiele schaffen. So. Dann machen die mir unser nächstes Spiel. Und ja, ich sag mal, ich mache hier ein noch ein paar Monate. Mal gucken, wie lange es Spaß macht. Also, ich höre gleich auf. Glaube ich. Ja, also, ey, ich weiß nicht, ob ich gerade viel rede oder nicht. Das weiß ich gerade nicht. Ich bin gerade so ein bisschen halt geflasht vom Spiel. So, Pineharp. Okay, toller Name. So, 3,5 Sterne. Und dann 0. Und dann 2. Und dann 1. Ja, naja, egal. Wir haben hier wenigstens ein paar Sterne bekommen. Und da haben wir sie alle... Okay, jetzt können wir mal ein kleines Spiel mal entwickeln. Und zwar, ich bin so ein Simulationsfreund. Oder wo gibt es denn überall? In einer Adventure kann man schon ein bisschen was Gas geben. Ich gehe auf Simulation. Ich mache hier den berühmten Grasmanager 2016. Wirklich, der Grasmanager? Achso, nee, da ist jetzt Ahoi Tycoon. Okay, egal, nee, dann ist es der Ahoi Tycoon. Da gab es ein kleines Problem dazwischen. So, jetzt arbeiten wir alle schön an dem Ahoi Tycoon. Und ja, los geht's. Ja, da gehen die alle nach Hause, schön, schön. Ach, also, das ist schon was ganz Tolles, ne? Und jetzt mal gucken. Kommt schon, macht hier weiter. Mal gucken. Ja, also, das scheint mal ein besseres Projekt zu werden. Ein paar 100 Sterne. Also wir knacken schon die 200, da bin ich mir ziemlich sicher. Darauf trinke ich mal einen Schluck. Ah, jetzt haben wir sogar Plus gemacht. Das ist super. Mir ist es auch ganz wichtig, dass wir die hier sehr erfahren machen, unsere Mitarbeiter. Weil das wäre das Allergeilste hier. Was ist das? Wir haben auch so 2 Number of Active Awards und wir haben 146 Studio-Fans. Ist. Ja, geil.
Ja, wir knacken glaube ich die 300. Oder wir knacken 300, wir knacken die 300 und wir veröffentlichen unser Spiel Ahoy Tycoon. 29.000. Ich vertraue das Spiel ehrlich gesagt zu wenig dafür. Und es hat schon gute Wertung, aber nicht schlecht. Also, das ist super. Und jetzt können wir auch noch hier die Wände vergrößern für unser Studio. Tack, 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 tack. Da haben wir unser Studio vergrößert. Ich wollte gerade sagen, zerstört. So, da ist es weg. Da haben wir unsere größere Studio aufgebaut. Und jetzt brauchen wir neue Tische. Und ich wäre auch dafür, dass wir jetzt mal hier zurückgehen. Und Christopher Gabe N. Gabe N. ist der Erste natürlich, der kommt sofort rein, der Gabe. Und Christopher K. Komm, holen wir auch rein. Jetzt haben wir Christopher und den Gabe. Und ja, worauf wollen wir die spezialisieren? Hier. Wir haben jetzt ein paar mehr. Gabe würde ich dann nochmal auf... Will ich ihn auf Simulation trimmen? Gabe wird ein Simulationsspezialist und Christopher wird mal ein Künstler wie sein Daddy. So. Kostet ein bisschen was, aber egal. Das machen wir gern, so einen Scheiß zu produzieren, ne? Und Simulation, okay, da ist echt, das ist alles weg. Wir starten mit einem Rollenspiel. Genau, den Schreiber mal in uns rausholen. Und zwar den hier. Da kann man die alle schön trainieren. Und los geht's. Direkt das nächste Spiel. Das muss alles rausflutschen wie sonst was. Und zwar go. Los geht's. Wir machen das nächste Spiel. So, also Plane Defense ist das neue Rollenspiel von Stargame Studios. Stargames. Okay, das wird diesmal nicht so gut, das weiß ich. Boah, also, aber wir haben schon gut Geld gemacht, muss man sagen. So, kommt, macht das neue Spiel fertig. Guck mal, wie, ey, unser Budget steigt immer weiter an. Das gefällt mir echt langsam. Das ist echt geil. Nee, die kann man jetzt nicht mehr weiter steigern. Ist auch kein Problem. Jetzt kommt schon, wir haben gleich das Spiel fertig. Wir können jetzt auch mal schon wieder die neuen Tische kaufen, wenn ich ehrlich bin. Tack, tack, tack. Und ja, komm, wir kaufen noch eine Pflanze hier. So eine kleine Pflanze geht immer. Und wir können uns ein paar Tische kaufen, wenn ich ehrlich bin. Gerade läuft es halt gut. So. Weg. Gucken wir mal hier nach. Steven. Ah, nee, das sind schon ganz andere Kaliber hier. Gefallen mir gar nicht. Tut mir gar nicht gefallen. Außer hier den Yusuf. Aber nee, scheiß auf den Yusuf. So, kommt. Jetzt haben wir gleich Plane Defense noch fertig gemacht. Und 61.000 plus. Das ist super. Kommt schon, Leute. Macht das Spiel jetzt fertig. Ich möchte es jetzt endlich jabisch verkaufen hier. Und ja, also da werde ich jetzt nicht so viel reinstecken. Auf keinen Fall. Und ja, rollenspieltechnisch, alles in Ordnung, nicht schlecht. So, wir haben das nächste Spiel jetzt rausgehauen. Und wir können jetzt mal den Ali hier reinholen. Der Ali hier. Alibaba. Hier, Ali, der braucht jetzt natürlich einen krassen Sound. Der Ali, der hört ich auch so. Ali! Der braucht doch diesen Sound, Mann. Deshalb jetzt machen wir auch direkt das nächste Spiel. Ist doch klar. Simulation ist nicht so das Ding. Wo kann man. In Sound kann man schon gut investieren. Wir machen erstmal ein Horror-Game. Ein Horror-Game. Wir machen hier. Work on Sound. Sound. Ja, klar, den hier. Und den da. Das ist super. Das ist gut. Sound, machen wir jetzt mal eine Investition in Sound? Ne, noch nicht. Ich warte, ehrlich gesagt. Ich vertraue denen noch nicht so ganz. Wir warten. Wir wachsen langsam, aber auch sicher.
Das ist mir wichtig. Call Cry heißt das Spiel. Und wer ist der nächste? Mark G. Kommt rein. Okay, wir haben Mark G. jetzt. Der G-Star. Der wird jetzt auch mal ein Schreiber-Professionalitätsmeister. Und ja, wir können jetzt gleich nach Vancouver umziehen. Und wir können das nächste Spiel machen. Erstmal will ich halt... Wartet, Leute. Ich habe ja auch genug. Ich kann auch schon wieder ein kleines Spiel machen, oder nicht? Ja, siehst du? Ich kann ein kleines Spiel machen. Da machen wir jetzt mal ein kleines Strategiespiel. Und zwar, wir nehmen dann natürlich den Gabe N. mit dem Christopher. Die arbeiten gemeinsam oder hier getrennt. Machen wir so. Könnte ich nicht gegenseitig behindern. Bei Hazard Justice. Und ja, hier trainiert. Perfekt. Das ist schön. Also wir entwickeln...